Hamburg und willkommen hier zu einer neuen Folge vom Let's Collect der Panini FIFA World Cup Katar 2022er Sticker-Serie. Ich würde sagen, nicht vier, wir machen fünf, komm. Wir machen fünf draus. Heft muss voll werden. Heft wird voll. 25 Sticker, die hoffentlich alle nicht doppelt sind. Wir haben keine extra Sticker mehr, die wir hier hinlegen können. Deswegen komm, mach mal fünf draus. Mach mal fünf draus, die letzte Folge. Und die Playlist ist unten in der Beschreibung verlinkt, falls ihr auch noch nicht angefangen habt zu sammeln. Was ich gar nicht vorstellen kann, kann ich mir gar nicht vorstellen. Ist hier jemand dabei, der noch keine Stickertüte ausgepackt hat? Dann schreib jetzt mal in die Kommentare, das würde mich mal interessieren. Und falls du wirklich noch keine ausgepackt hast oder noch mehr Sticker brauchst, check gerne den Link unten in der Beschreibung aus. Der führt euch zum oder führt dich zum Panini Online Shop. Da kannst du dir sehr gerne ein paar Bundles gönnen. Oder das Bundle, was für euch interessant ist. Aus meiner Sicht lohnt sich das DFB-Bundle am meisten. Wir starten mit Marquinhos, Brasilien. Dann Ecuadors Dominguez. Robert Sanchez, Spanien. Radonjic und Marokko. Marokko und Serbien. Das passt doch unten in der Reihe hin da. Dylan Bouan von Tunesien. Dann haben wir Japan mit Yoshida. Der nächste Serbe, das Ghana-Logo und Kanada. Kanada könnte, ja, passt. Portugal. Dann das Maskottchen. Dänemark-Logo, Leroy Sané und Stefan de Vrij. Für Sané müssen wir ein bisschen Platz machen. Und Dänemark. So, dann der WM-Pokal, was ist denn heute los? WM-Pokal, Maskottchen. Wer ist das noch? Sarmiento Ecuador. Jordan Henderson nach den Niederländern. Dann Wales noch dazwischen mit Johnson und Yusuf Paulsen, Dänemark. Letztes Pack. Oh, sehr geil. Robert Lewandowski. Robert Lewandowski, Polen. Mexiko, Polen. Mexiko hat man noch nicht, deswegen. Zack, Dänemark. Ah, ne, Dänemark haben wir ja da. Und Wales ist davor, das heißt Dänemark dahin. Portugal dazwischen. Katar. Wales, Iran und Ecuador Logo. Und Iran kommt noch nach den Engländern. So, so müsste es passen. Also heute ein paar Nationalmannschaften mit 2-3 Stickern. Zack, zack. Und dann schauen wir mal, ob wir alle einkleben können. Das wär mir nämlich das Liebste, das Beste. Ups, jetzt habe ich Radonjic hier vor lauter Schreck vergessen. So, erstmal checken. Haben wir vorne Maskottchen? Oh, Baby, jawohl. GG. GGs in die Kommentare hier. Und der passt wie eine 1. Der passt. Ha, genau. Ja. Auch das Maskottchen. Da muss ich jetzt ein bisschen vorsichtig sein. So ein Puzzleteil ist immer ein bisschen trickier. Aber das passt perfekt. Alles passt perfekt, bis auf... Ja, 6 und 7 haben wir nicht. 6 und 7 haben wir nicht. Dafür kommt aber das Katar-Mannschaftsfoto. Und somit sind es nur noch 5 Katar-Sticker. 5 Sticker von der Heimmannschaft der diesjährigen Winter-WM. So, Logo ist drin und 2 von Ecuador. Dominguez und die 15, ich fasse es nicht. 2 von Ecuador fehlen nur noch. Jackson Mendes und Piero Hincapié. Kennt man aus der Bundesliga, den Kollegen. Also Hincapié. Kapi, Wappi, Schmappi. Zack. Ah, das ist doch, Leute, das ist ein schöner Anblick. Ein wunderschöner Anblick. Also alles richtig gemacht, dass wir heute 5 Tüten geöffnet haben. Die 7. De Vrij ist auch drin. Jordan Henderson, England. Ja, Jordan. Auf ihn ist Verlass. Jordan Henderson. Hat auch nie ein schlechtes Spiel. Immer solide. Der Jordan. Zack, drin ist er. Dann haben wir Iran mit der 18. Sardar Azmoun.
Asmund spielt doch auch in der Bundesliga. Doch auch bei Leverkusen. Oh, Asmund? Oh, verwechsel ich das gerade? Asmund hatte hier leider einen blauen Rand. Geht aber jetzt leider nicht anders und kennt man ja auch von der Schweizer Serie. Joao Manuel. 13. Drin der Lachs. 19. Drin der Lachs. Wunderbar. Wunderbar. Mexiko Lewandowski haben wir auch noch nicht. Sehr geil. Lewandowski war aber zu klein. Ich bin unten perfekt am Rand und oben ist blau. Das ging nicht besser, aber leider trotzdem ein bisschen schief gegangen. Aber es liegt halt nicht an meinem Klebeskill. Es lag halt einfach daran, dass der Sticker zu klein ist. So, Dänemark auch drin. Wunderbar. Dann Tunesien mit der 5. Dylan Bouan. Spanien. Zack. Schließt die nächste Lücke. Durchzählen muss ich noch lange nicht, weil es gibt halt Nationen. Ihr seht's. Deutschland auch. Ja, 3, 6, 7 deutsche Sticker. Sagen wir mal, im Durchschnitt fehlen 5 Sticker pro Nationalmannschaft. Wahrscheinlich eher 6, 7. Wenn ich Japan hier so sehe. Und dann könnt ihr ja selber hochrechnen. 6x30. Ja, 6x32 sogar. Oder 7x32. Ja, okay. Japan, Kanada zieht das aber ein bisschen runter. Vier, fünf Sticker. Dafür zieht es Marokko wieder ein bisschen hoch. Marokko Mannschaftsfoto machen wir zu. Dann fehlen aber links trotzdem 3 und hier fehlen 5, das heißt 8. Und dafür Brasilien wieder umso besser. Brasilien nur noch 4. Und die 4 steht für Lifestyle. Man kennt's. So, Milinkovic, Savic und Radonjic. Beide Sticker, die direkt nebeneinander hinkommen. 1 und 2. Und dann nähern wir uns dem Ende. 2 Sticker kommen noch. Einmal Ruben. Oh, ich wollte schon sagen, ist Ruben Dias doppelt. Ich habe hier hingeguckt. Gedacht, hä, hier ist Nuno Mendes nur noch frei. Aber dann kommt der Frechdachs einfach auf der nächsten Seite hin. Ruben Dias. Bester Mann. Und Ghana-Logo. Ghana-Logo ist auch drin, aber Ghana ist halt, ne? Das ist bodenlos. 4, 9, 10, 11 Sticker. 11 Sticker von Ghana. Krank. Aber das war's, Männer. Mehr Sticker habe ich nicht, aber war eine super erfolgreiche Folge. Warum? Wir haben keinen Sticker doppelt gehabt. Und wie unwahrscheinlich ist das einfach, keinen Sticker doppelt zu haben? Das ist... Läuft! Läuft, läuft, läuft! Und das Ganze mit dieser Treasure Box. Die Switzerland Edition in der Treasure Box hatte ich ja. Und genau. Lasst ein Like, lasst ein Abo da. Ich bedanke mich und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüssi!